So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge PvP-Action. Ich sehe auf jeden Fall 5 Millionen Leute auf dem Top, was ist das denn? Kaum macht man einmal nicht den Surprise-Move dazu, entwickelt sich auf einmal so eine Situation. Was denn hier los? Was habe ich verpasst? Habe ich irgendeine Memo nicht missverstanden, die nicht dazu gekommen ist? Okay, der größte Teil bewegt sich nach unten hin. Oh, okay, mir schwant Übles. Mir schwant wirklich Übles. Influence, Alter. Du warst die letzten paar Spiele bei mir. Sei wirklich diesmal wieder einer meiner Bros. Aber, das wird auf jeden Fall nichts einfach hier werden. Das wird nichts einfach werden. Broski Marowski, das ist auf jeden Fall... Das kannst du sowas von knicken, Bro. Das kannst du sowas von knicken. Es ist auf jeden Fall ein starker Boy. Da könnten wir... Ja, wenn da so ein bisschen Support dazu kommt, können wir da auf jeden Fall was machen. Den haben wir. Jawohl. Jawohl. Da hat er sich auf jeden Fall gut angestellt, aber nicht gut genug. Und da haben wir schon mal auf jeden Fall den ganzen Groschen. Ja, okay. Jetzt bin ich erstmal für eine Weile nicht dabei. Aber ja, 1 gegen 1 Situation, ne? Was willst du da machen, mein Junge? Jawohl. Und das war's für dich. Schön. Also selbst wenn wir da oben die Kacke da verlieren... Ich hoffe wenigstens... Warte mal, welche... Oh, die Karre haben wir gar nicht bekommen, ne? Sonst wäre ja jetzt irgendwo schon mal 150 Punkte draufgegangen. Das heißt, entweder... Das war, glaube ich, ein Unentschieden. Sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus. Und ich denke mal, top werden sie nicht bekommen. Also war das auf jeden Fall ganz gut, dass wir da so dazwischen gegangen sind. Und den Sack so ein bisschen da dicht gemacht haben. War wichtig, weil sonst wären wir ein paar Punkte wieder hinten gewesen. Und das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir müssen siegen, Jungs. Siegen. Aber so wie die aktuell spielen, wird vielleicht Siegen eine ziemlich schwierige Angelegenheit werden, so. Gucken. Der größte Teil hat sich ja auf jeden Fall nach unten begeben. Also das erklärt schon, warum so ein bisschen gewisse Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Mit so vielen Leuten auf einmal. Brauche ich gar nichts machen. Da frage ich mich immer, wo ist es? Wo sind die denn? Wo seid ihr denn, meine Freunde? So, alleine kriegen wir die? Oh ja, das kannst du doch knicken, Jungs. Also Verteilung sieht echt anders aus. Und das ist jetzt wirklich mehr so ein Reingehen und Sterben. Anstatt sich nochmal zu sammeln und dann als Gruppe loszugehen, gehen sie alle nacheinander rein und dann krepieren sie. Was soll denn das jetzt hier werden, Jungs? So werden wir das definitiv hier nicht holen. Vielleicht so ein bisschen... Ja, okay, dann macht das jetzt so ein bisschen da. Da können wir nichts gegen machen. Dann muss ich auf jeden Fall das ziehen, wenn ich hier rauskommen will. Bro. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Dass das da irgendwie funktionieren wird, da bin ich mir schon sicher. Vielleicht sollten wir mal lieber gucken, ob wir vielleicht nochmal hier was reißen können, kurz vorm Ende. Oh, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Wieder so auf letzter Distanz nochmal schön eingenommen. Es war jemand mit wieder kompletten Zuckungen. Jemand mit einem Ping von der Kartoffel, aber das macht ja auch erstmal gar nichts. Soweit wir das Ding erstmal eingenommen haben, passt das. Ja, nice, Jungs. So ist das nicht schlecht. Die stellen sich momentan beschissener auf als wir. Die gewinnen vielleicht, glaube ich, die Massenfights so, aber das Aufstellen und so, das machen die auf jeden Fall komplett falsch. Und das spielt uns so ein bisschen gut in die Karten. Noch, muss man fairerweise sagen. Also da sollten wir auf jeden Fall nicht... Komm, ich gehe mal auf jeden Fall mit Influence mal mit. Wieder du und ich, Brother. Du und ich. Wir haben schon gute Sachen miteinander gemacht. Und ich habe viel von dir gelernt. Muss man auch echt sagen, wie es ist. Du hast mir ein paar nice Sachen beigebracht. Ich bin außer Reichweite. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Da sollten wir... Ja, Jungs. Yo. So, da gehe ich auf jeden Fall einen Tick tiefer rein. Ein bisschen diven. Oh, schön. Oh, Alter. Da geht mir das Herz auf, wenn ich solche Aktionen sehe. Das ist doch was. Aber es wird schwierig, natürlich, das ganze Ding aufrechtzuerhalten. Aber das... Das sind Aktionen, die liebe ich. Sowas, dafür brennt mein Herz. So, das Ding haben sie komplett verloren. 4 gegen 2, ja, haben die auch gemerkt, ne? Schön. Das war richtig, richtig super. Das Ding ist schon mal auf jeden Fall durch. Ja, das sind jetzt eigentlich diese Aktionen, die uns so ein bisschen im Spiel drin halten. Also, wie gesagt, Teamfights und so, da sind wir komplett beschissen aufgestellt. Das ist nicht unbedingt die Stärke von der Allianz aktuell. Das sind eher solche Aktionen wie diese, wo wir ein bisschen durch Sneaky Beaky und solch ein paar netten, ja, Attentäter-Sachen hier so uns ein bisschen versuchen, aus dem das Match noch irgendwie zu retten. Influence. Ganz ruhig, Bro. Ganz ruhig. Ich bin auf jeden Fall da. Wir gehen auf den fucking Warrior, weil der hat sowieso schon nicht so viel. Ich gebe hier noch einen doppelten Stun rein und das ist was für den auch.
So. Oh, Jungs! Jungs! Yo, yo, yo! Also das ist geil. Das ist vielleicht genau das, was wir jetzt hier brauchen, um vielleicht nochmal das Spiel irgendwie zu drehen. Auch, also man sieht vielleicht, es sieht vielleicht so danach aus, als würden wir gewinnen, aber die gewinnt die ganzen Teamfights, wie gesagt. Das sind die Aktionen, die uns das Match vielleicht noch so gerade so retten werden, wenn wir solche Aktionen die ganze Zeit weiterhin machen. Also, puh. Oh, why are you running? Ah, brauche ich gar nicht. Hat auf jeden Fall das geregelt. Das oben haben wir bekommen. Ah, das ist sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das meine ich doch. Influence versteht da auf jeden Fall, wie der Hase da laufen soll. Und wenn er schlau wäre, würde er mir jetzt ein bisschen eher bei Bottom helfen, ne? Bei dem unten. Da, ja. Ja, das ist nicht Influence, aber das ist auch nicht so schlimm. Vielleicht ist der Boy smart und kommt da mit. So. Zu zweit haben wir eigentlich da hier eine ganz gute Chance. Na, 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 na. Keine Jagd hier. Wir jagen hier nichts. Okay, da muss ich... Ja, okay, wir müssen auf den Heiler alles zünden, wenn wir das so ein bisschen kreativ lösen wollen. So oder so. So ist auch okay. So ist auch okay. Auch eingeholt. Und jetzt, wo wir so ein bisschen die größte Dominanz da haben, weg auf ihn drauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, da kann er nicht viel machen so. Jetzt ist er in seiner Bärchenform. Damit hat er sich komplett die ganze Scheiße verspielt. Nicer stuff. So, das haben wir auf jeden Fall schon mal weiterhin für uns eingenommen. Und ja, jetzt heißt es wieder solche Aktionen wie gerade eben. Gucken, wie sich die ganze Sache bewegt. Die Karre wurde komplett nach hinten delayed. Perfekt. Weiß gar nicht, ob das sich vielleicht lohnt, da mitzugehen oder lieber wieder hier. Oh, Influence. Influenced. Das ist so das Leben eines Influencers, ne? Hey, Influence. Alter, ich hab dir deinen Arsch gerettet und das ist dein Dank? Du verpisst dich? Ja, okay, ich kann das verstehen, wieso, ne? Wir haben keine Zeit für solche Scheiße hier. Keine Zeit für Schabernack. Ich hab dich verstanden. Ich hab dich durchaus verstanden, mein Sohn. Ach, er duelliert sich mit dem. Hm, okay. Verstehe gerade jetzt. Ja, das ist ja so einer der Dinge, wo ich jetzt nachvollziehen kann, warum ab und zu mal Leute einfach so in nichts verschwinden. So, das ist mit eines der Erklärungen, die man so ein bisschen aufbringen kann. Oh, ja, wir werden von zwei Leuten hier gebumst. Vielleicht kriege ich den Warrior so, aber ab hier... Oh, 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 ich brauche Heilung. Irgendwas? Nee. Ja, Dolchfechler wollte ich noch reinschütten, aber das hat gar nichts gebracht. Aber ich glaube, das müsste trotzdem reichen. Wobei, die haben mich gekillt. Wahrscheinlich reicht es dann am Ende doch nicht. Influence ist auch tot. Schade. Ja, komm. Vielleicht doch. Vielleicht doch. Die Karre unten ist unseres. Das oben wird vielleicht noch ein bisschen versucht, so jedenfalls zu contesten. Aber, oh, haben die oben eingenommen. Nice. Da ist Luft. Da ist Luft nach oben. Ja, okay, der war schlecht. Aber ey, ich fand den gut. So namensspezifische Witze zu machen, das muss man erstmal hinkriegen. Aber das war schon eine Steilvorlage. Na gut, na gut, na gut. Ja, okay, warum? Hier war einfach gar nichts los, oder er hat das einfach... Nein, 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 nein. Bezweifle ich, dass ein Heiler das hier alles alleine top selber geklärt hat. Das glaube ich nicht. Da war einfach niemand und er hat sich das Ding geschnappt. Aber das, so kann man es auch machen. Du, ich bin der Letzte, der sich über solche Aktionen beschwert. Das sind so die Sachen, die uns, wie gesagt, nach vorne bringen und uns das Spiel retten. Ich vertraue darauf, dass da die zwei Leute ausreichen, um das ganze Ding zu holen. Ich müsste jetzt lieber mitgehen und gucken. Ernsthaft? Muss nicht sein, Moscherie, ne? Muss das sein? Ne? Muss das sein? So. Ja, Katze! Komm, komm! Wie eine Katze auf ihn drauf! Ja, das ist zu spät, Bro. Was machst du da? Auf den fucking Heiler drauf! Ja, okay, wenn zwei Heiler, dann... Ja, ist okay. Das ist... Ja, dafür habe ich dann wiederum Verständnis. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass es auch noch ein Heiler ist, aber... Gut. Gut, dann müssen wir zur Hexe entzünden. Wir brauchen, wie gesagt, jeden Schaden bei solchen Wichsern. Oh mein Gott. Er hat sich echt in die Bärchenform wieder zurückbegeben. Warum machen das die Leute? Das ist doch, das ist so das Kryptonit eines jeglichen Druiden, in so einer Form zu gehen, wo er nicht aktiv heilen kann. Das ist doch dumm für dich. Also, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, so, wie du spielen sollst, aber das, damit tust du dir keinen Gefallen. So, ich kann auf jeden Fall gut Free Damage reinmachen, bevor du anfängst, dich zu heilen. Es sei denn, er spekuliert darauf, dass er einfach so easygoing-mäßig das bekommt. Ja. Influence, ich bin auf jeden Fall bei dir wieder. Ich lass dich... Oh, Bro, warum machst du das? Warum machst du das? Ich kann... Ah, ich verstehe, warum du das machst. Wenn das so ein bisschen dann zählt, als ihr unsichtbar wärt. Also, das könnte natürlich sein, dass es dann so zählt, als wären sie unsichtbar. Und dann bin ich ja quasi der Einzige, der hier auf dem Punkt ist. Das ist dann wieder smart gedacht, Alter. Der Typ ist gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so dumm.
Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt in zwei anderen Spielen und... Ey, das ist auf jeden Fall ein Typ, der weiß, wie es geht. Also von dem kann ich auf jeden Fall noch was lernen. So, ich spiele keinen Täuschungsschurken, aber so die Art und Weise, wie er spielt und welche Möglichkeiten man so hat, das ist echt überragend. Also da muss ich echt, auch wenn er wirklich nur 160k gemacht hat, die Aktionen und so, die waren echt smart. Also da wurde wirklich das Gehirn eingeschaltet und logisch gedacht. Das imponiert mir. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.